Grüß Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir holen uns jetzt die Paladin-Rüstung und das werden wir natürlich auch sofort tun. Die müsste jetzt hier irgendwo liegen, theoretisch. Keine Ahnung mehr wo, ich glaube es war auf der anderen Seite des Sarges. Da hinten ist sie, ich sehe sie schon. Sehr gut, hier. Paladin-Helm-Rüstung, Schuldmunker, Maschen. Damit können wir jetzt zu dem großen Schmied gehen. Zum Riesenschmied, um genauer zu sein. Da willst du nicht zuerst was Leichteres anziehen wieder? Moment, aufsteigen können wir auch mal. Nehmen wir noch... Na, Stärke. Jetzt. Stärke? Warum Stärke? Kondition lässt uns mehr tragen. Das ist die Belastung. Glaube ich nicht. Doch, ist so. Vertrauen im alten Dark Souls Profi wie mir. Kammer der Prinzessin müssen wir jetzt. Und dort können wir dann zu dem Schmied gehen, zu dem Riesenschmied, um dort die Paladin-Rüstung ein bisschen aufwerten zu lassen. Paladin-Rüstung ist so ziemlich neben Havels Rüstung, glaube ich, die beste. Und wenn man sie ganz aufwertet, sogar fast so gut wie Havels-Rüstung. Momentan ist sie zwar noch relativ schlecht, aber sie hat auch gute Gift- und Fluchresistenzen. Und ich glaube, sie wird bald gut werden. Also wenn wir sie komplett abgegradet haben und noch ein bisschen in Kondition investieren, dann denke ich mal, wird das schon sehr, sehr leiwand. Unser Schild ist quasi so groß wie... Naja. Sag ich mal nichts zu. Und danach, wo geht's danach hin? Ich würde sagen, dann geht's ab ins DLC-Gebiet. Und da und die Folgen im DLC-Gebiet werden für mich auch blind sein. Warum gehst du jetzt einfach durch? Stimmt. Ich kann's mich mal alle kreuzweise. Oder kommt mir der jetzt nach? Nee, dass der die, schießt nur. Dass die respawnen. Wer? Die Großen des... Ja, es ist aber eine relativ gute Seelenfarmmethode, weil ich glaube, jeder gibt 5000. Das heißt 10.000, wenn du beide killst und den Bogenschützen dazu noch sind es 11.300. Also. Ja. Rüstung verstärken. Funkeltitanit brauchen wir. Ich würde sagen, wir machen die... Diese Sachen einmal auf das und den Rest investieren wir jetzt da rein, weil das hier das Wichtigste ist, die Hauptrüstung. Können wir hier irgendwas machen? Ah ja, wir sollten ja noch das Dingschwert, das Verzauberte. Blauer Brocken, wo kriegen wir blauer Brocken her? Mal im Ernst. Ich glaube, so lange werde ich auch noch immer den... Nimm diesen... Das andere, nicht das göttliche brauchst du jetzt nicht mehr. Ah ja, stimmt. Das andere war ja besser. Das Flammen, das verstehe. Das Kühlax-Führerschwert, genau. Kannst du es nicht verstärken? Doch, es ist ja schon auf plus 4. Aber mehr geht nicht mehr. Na, plus 5 geht noch. Aber das macht auch nicht die Ente fett. Wie man so schön sagt. So, wie viel... Bräuchten wir jetzt noch? Ja, ich glaube, wir brauchen noch... Hör auf, da ständig herumzuwischen. Das macht mich ganz nervös. Ja, ich glaube... Wobei, ich glaube, wenn wir das hier anziehen und statt dem vorläufig noch den Havelring anziehen, sind wir schnell, gut geschützt und dass die Magie nicht so viel wettmacht, ist auch nicht so schlimm. Finde ich. So. Drei Schläge, das ist besser als mit einem Blitzspeer. Definitiv sogar. So. Jetzt wieder zurück und natürlich. Ja, zum DLC-Gebiet.
Das DLC-Gebiet ist bei der Hydra. Wie kommen wir dort am besten hin? Entweder über die Gemeinde der Untoten. Ich glaube, von dort hin wird's. Von dort wird es am besten sein, oder? Muss ich mal schauen, was alles zur Auswahl steht. Wie wir da am besten hinkommen. Teleport. Feuerbahnschrein ist auch nicht das, das kann man alles vergessen. Tochter des Chaos auch, Altar, ja, das auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Okay, dann Gemeinde der Untoten. Ist das nächste. Haben wir dann schon alle wichtigen Bosse besiegt? Wir haben die vier Könige besiegt, wir haben Nito besiegt, wir haben Sith, den Schuppenlosen, besiegt und wir haben das Chaoswesen von Izalith besiegt. Das heißt, es sind alle. Wir könnten jetzt theoretisch schon zum letzten Boss. Ich weiß auch, wo wir blaue Brocken herkriegen. Im Gebiet vor dem letzten Boss gibt es. Moment, da warp ich mich nochmal schnell. Im Gebiet vor dem letzten Boss gibt es nämlich Ritter, die respawnen und blaue Brocken fallen lassen. Und was machen wir die restlichen 5 bis 10 Minuten dieser Folge? Genau, wir farmen ein bisschen blaue Brocken. So schaut's aus. Dann ist die Enchanted Weapon nämlich richtig geil. Und dann können wir damit so richtig alles schön niedermetzeln. Genau. Schwarzritterrüstung gibt es dort auch, soweit ich weiß. Ja, wenn der Paladin eh schon das Beste ist. Ja, aber ich glaube, Schwarzritter ist sehr gut für. Ne, das war jetzt nicht der Tod, sondern das war Absicht. Die Paladin-Rüstung ist nämlich nicht das Dümmste, was es gibt, sondern. Nein, Quatsch. Ne, die Paladin-Rüstung ist nicht für alles das Beste, sondern auch für. Für PvP, also Person vs. Person, ist die Schwarzritterrüstung besser, weil sie, glaube ich, mehr Balance hat. Und jetzt, bitteschön. Wir füllen alle Seelen, die wir bekommen haben, in das Herrschergefäß. Und das lodert natürlich wie Sau, wenn es mit so mächtigen Seelen gefüttert wird. Da fragt man sich doch, warum man nicht Seelen, sondern Menschlichkeit opfern muss, um das Leuchtfeuer zu entfachen. So. Das ist jetzt das letzte Gebiet. Tja. Da sieht man auch schon, hier wandeln, hier in diesem weißen Nebel, wandern die Geister von Rittern umher. Und das hier ist der Ofen der ersten Flamme. Hier hat es zum ersten Mal einen Funken gemacht und deswegen sind wir eigentlich hier, weil es damals einmal kurz Ping gemacht hat. Sonst wären immer noch die Drachen an der Macht und so weiter und so fort. Zack. Hier sind noch, glaube ich, etwas stärker als die üblichen Ritter. Ja, sieht man schon, dass die ein bisschen mehr zuhauen. So. Das war ein bisschen knapp. Knapp, das gebe ich zu. Sagen, ja. Ich hätte noch einmal essen. Wenn noch so einer kommt, den schaffst du nicht. Nee, was nee. War das jetzt? Rohrbrocken, das bräuchte man für Blitzwaffen und für die richtigen Plus 10. Wo kommen die blauen Brocken dann? Der blaue Brocken, glaube ich, kommt entweder von dem oder von dem nächsten Ritter. Ich glaube aber schon von dem. Ne, der müsste einen roten Brocken geben. Ja, komm. Puh. So. Was, puh. Der vertragt aber. Damit mit Magie niedermachen. Stimmt, könnte ich eigentlich. Wäre vielleicht einfacher. Ja, das vertragt er nicht so gut. So, gibt er jetzt den blauen Brocken? Ah, der gibt das Schild. Das Schild ist aber nicht so gut. Und den roten, ja, das habe ich mal erwartet. Dann gibt der nächste den blauen Brocken, aber der nächste, der den blauen Brocken droppen lässt, ist ein bisschen sehr ungut. Dann krieg ich einmal auf.
Na, aber nee, er ist nicht ungut zu bekämpfen, er ist genauso wie der restliche Schmorn, aber er ist halt hier, wenn man ihn hier runterhaut, dann kann man halt den blauen Brocken nicht mehr kriegen. Magst du jetzt nicht kommen? Doch, bist ein ganz feiner. Komm mal hierher, wo du nicht abstürzen kannst und wir dein Loot nicht verlieren. Der müsste den blauen Brocken geben, oder? Grauer Brocken? Hallo, wo ist der blaue Brocken, Ritter? Na, ist der doch noch weiter hinten? Das wäre dann scheiße, die zu farmen. Das würde ich dann wirklich offscreen machen. Hier ist auf jeden Fall, das hier müsste noch diese Schwarzgitterrüstung sein. Bitte schön, zack, Helm vom Schwarzen Ritter, die ist schlechter als die Paladin, aber doch relativ gut in Stabilität und solchen Werten. Fluchresistenz hat sie im Gegensatz zur Paladin-Rüstung, aber soweit ich weiß, überhaupt nicht. Das ist also wirklich eine sehr, sehr bekackte teilweise Rüstung. So. Hier ist der. Der hier müsste den blauen Brocken geben. Blauer, weißer Brocken und Schwarzrittergroßer. Jetzt frage ich mich, das hier ist der letzte Ritter und wenn der den blauen Brocken nicht droppt, sind wir echt am Arsch. Ja. Stirb lieber nicht. So. So. Wenn du jetzt nicht den blauen Brocken droppen lässt, dann hasse ich dich. Blauer Brocken. Der hier lässt den blauen Brocken fallen. Natürlich der letzte. Und die geben jeweils 1500 Seelen. Das heißt, bis zur nächsten Folge werde ich offscreen ein paar Mal diese ganzen Ritter machen, sodass ich so etwa 6, ich glaube 8 blaue Brocken brauchen wir noch oder 6. So in dem Dreh auf jeden Fall blaue Brocken habe und dann halt noch dementsprechend Seelen. Genau das werde ich machen, weil ich meine, diese Ritter sind jetzt nicht so schwer. Also ich meine, da zu sterben ist schon eher unwahrscheinlich. Gerade mal der erste hat uns ein bisschen knapp dran gebracht, aber ja, an sich sollte das kein Problem sein. Wie viele Heimkehrknochen habe ich eigentlich? Ja, 14 kommen. Dann scheiß auf die 14 Heimkehrknochen. Dann werde ich auch die Heimkehrknochen ein bisschen verbrauchen. Wobei, im DLC-Gebiet weiß ich nicht, wie oft ich die Heimkehrknochen da brauchen werde. Die kann man eh zur Not auch einkaufen und wenn jeder Gegner 1500 Seelen gibt und ein Heimkehrknochen 500 Seelen oder so kostet, dann naja. Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist mich zum Feuerband schreien zu teleportieren. Mann, schwerer Ausspruch. Weil dort wartet noch jemand, der uns unsere Flakons aufwerten kann. Sehr gut. Was ausgesprochen hilfreich ist. Vor allen Dingen, da ich nicht weiß, wie viel Schaden die Gegner im DLC machen. Aber ich glaube nicht, dass... Wahrscheinlich ist das DLC, weil es eben bei der Hydra ist, dass man sagt, wenn du die Hydra schaffst, schaffst du auch das DLC-Gebiet. Aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, weil, wie gesagt, ich kenne sie noch nicht. Also. Thank you. Ja, wir sollen sie retten. Wir verstärken auf plus 4 und ich glaube, einmal geht noch. Plus 5 und mehr nicht. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt Estus Flakon plus 5. Das kann man im Normalfall in einem Playthrough gar nicht schaffen, außer man tötet Feuerhüter, was wir in Anno Londo gemacht haben. Also jetzt geht's noch einmal. Ich hasse es. Wieso? Weil ich jetzt da wieder runterspringen muss und so. Dass du das Feuer nicht entfacht. Och. Aber ich kann mich dort nicht hin teleportieren und Fremdherr auf zu schnarchen. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, wenn ich dann ein paar blaue Brocken gefarmt habe und graue und rote natürlich auch. Bis dahin, tschüss. Bei Dark Souls.